mit Red Flag gemacht. Geht's halt gemein. Hey, aber es geht halt gar nicht. Same wie Nova in der Kabine, oder? Oh yeah. Was mit Red Flag, Gwen? Hey, hörst du mir zu, wenn ich rede? Hm? Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Gaming Show. Das ist Sydney Lohmann, ich bin Lina Magull, herzlich willkommen. Und viel Spaß bei Stadt, Land, whatever. Gehen wir mal die Kategorien durch. Was haben wir denn da? Stadt, Land, nun folgt whatever. Whatever. Bestehend aus No-Go in der Kabine, peinliches Hobby, Red Flag, kleiner als ein Apfel, Ausrede und Fehlkauf. Dann können wir ja auch gleich anfangen. A. Stopp. B. Was ist mit Red Flag gemeint? Hey, aber es geht halt gar nicht. Same wie Nova in der Kabine, oder? Oh yeah. Was mit Red Flag, Gwen? Hey, hörst du mir zu, wenn ich rede? Hm? Wie, was gar nicht geht? Ja, genau. Das ist so ein Beziehungsding, ne? Beziehungsding, okay. Bist du schon gleich fertig, Lina? Nein. Bitte lass dir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich lass mir Zeit. Ja, stopp. Ich hab auch... Ach Mann, die ganzen so... Ja, du musst dich irgendwie lustig sein. Los hier. Eva. Stadt. Berlin. Brüssel. Land. Bulgarien. Belgien. No-Go in der Kabine. Beatbox. Beatbox. Ich finde, es geht gar nicht mehr. Ja, aber der Kabine nennt man Beatboxen. Ja, Beatboxen. Halt. Das ist von Box. Das ist halt das Norm dazu. Okay. Badelatschen Zähl? Nicht aus. Was hast du denn? Badelatschen nicht aus, nein. Nein, Wort geschrieben? Muss nicht ein Wort sein. Peinliches Hobby? Habe ich doch nicht. Betteln. Red Flag habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen will. So fremd. Lass mal gelten. Der Tiefpunkt. Das ist gut, ja. Kleiner als ein Apfel. Blaubeere. Brombeere. Ausrede? Bus kam nicht. Oh, das ist gut. Besoffen. So. Das ist perfekt für das Spiel. Ja, sorry, war besoffen. Fehlkauf? Ich. Briefmarken. Ist eine übelst ihr Fehlkauf. Ich habe Master. So viele Briefmarken gekauft, habe sie nie benutzt, weil man die mittlerweile ja auch digital einfach. Ja, das. Okay, das ist eigentlich noch echt. Aber ja, okay. Nächster. Nächster Buchstabe. Stopp. V. V. Oh nee, was ist das denn? Ich habe nur ein Wort bekommen. Nee, komm, das kann man nicht machen. Doch, mach. Nein. Mach. Zwei. Eins. Zimmer. Die Zimmer. Let's go. Stadt Venedig. Bern. Land. Vietnam. Ja, hatte ich auch. No-Go in der Kabine. Viel zu viel essen. Tust du immer, ne? Verstecken. Ja, wer sich in der Kabine versteckt, hat da nichts zu suchen. Peinliches Hobby. Ventilieren. Ventilieren. Ja. Funktioniert das? Das Hobby. Was hast denn du? Vögel beobachten. Red Flag. Hab ich auch. Wollte ich auch erst verstecken. Vermarkten. Oh, vermarkten? Deckel. Gut. Das ist 20. Kleiner als ein Apfel. Habe ich nie. Mich auch nicht. Ausrede? Habe ich auch nicht. Verkatert. Ach, schmiedern. Gut. Das ist stark. Nun hat immer Alkohol. Wirkt jetzt so, ne? Ihr merkt schon, was sie hier die ganze Zeit nur rein. Fehlkauf. Das ist einfach perfekt, weil das war mein letzter Fehlkauf. Eine VR-Brille. Echt, ist ein Fehlkauf? Ah. Findest du nicht cool? Also für das, was ich wollte, war es ein Fehlkauf und ich benutze es nicht. Okay, was ist ja ein Vogel. Fehlkauf, weil, okay. Direkt weggeflogen habe ich. Okay. Oh. Stopp. Ja. Stopp. Stopp! Ich hab's Wort noch geschrieben.
Ist okay. Stadt? Regensburg. Rostock. Und? Ruanda. Bitte? Ruanda. Ruanda? Ruanda. Ruanda mit R. Russland. No buena cabine. Rasieren. Rasieren. Und wird das auch eingehalten? Ja. Rauchbus. Ist ein Neubau in der Kabine? Ja. Okay. Oder? Kenn ich anders von dir. Kann ich es auch Radio hören? Das ist peinlich. Also, was heißt peinlich? Aber ja, ich wache immer auf und B24 an und Leute lachen dann. Also, Leute lachen. Ist mir peinlich. Nein, das ist mir eigentlich nicht, aber es würde. Ich würde es jetzt nicht als peinlich bezeichnen, aber in dem Kontext nehmen wir es. Okay, gut. Ich habe Ringen. Was? Ringen. Warum ist das jetzt peinlich so? Naja, mit, immer wenn ich da diesen Anzug anziehe, fühle ich mich schon ein bisschen fein. Wie oft machst du das? Einmal in der Woche. Red Flag? Oh. Kleiner als ein Apfel? Heiß. Rosine? Eine. Ausrede? Reiseverspätung. Oh, gut. Ich hab Atze. Fehlkauf? Was hast du da? Ein Ritterhelm. Also, das war von einer Freundin, die hat sich einen Ritterhelm gekauft. Und er hat es danach bereut, weil sie ihn dann doch nicht aufgesetzt hat. Wie du doch mal redest. Okay, ich hab Rennrad. Und das ist ein Fehlkauf. Ja, in meinem Fall schon. In meinem weil du es nicht benutzt? Ja. Job. Ja, fang mich an. Das wäre eigentlich das Ungewöhnlichste. Essen. Eindhoven. Land. Eritrea. Elfenbeinküste. No-go in der Kabine. Einschlag. Eierkorn. Eierkorn. Auf Männer bezogen. Nee, dann hätte das ja als Red Flag machen können. Oder als Hobby. Ich hab nix bei No-Go. Peinliches Hobby? Eislaufen. Nichts gegen Eisläufer, ich hab jetzt nichts anderes eingefallen. Ich hab Eier bemalen. Oder allgemein. Red Flag? Einschlafen. Ja, so häufig einschnick. Ich hab Ex-Kontakt. Ex-Kontakt. Wie habt ihr? Wie sie aber immer so die Wörter. Kleiner als ein Apfel, Erdbeere. Erbsen. Mit Wörter. Danke. Ausbildung. Einschlafen. So eine super Runde. Ja, das und was hast du? Ich hab Erdbeermarmelade verschmiert. Ah, und dann? Ja, muss erstmal sauber machen, bevor ich dann irgendwo pünktlich erscheinen kann. Wenn das jetzt eine Ausrede sein soll dafür, dass man unpünktlich ist. Fehlkauf. Also? Eiskunstlaufschuh. Das hast du dir gerade überlegt. Nein, das steht da. Ich hab... Das ist ja gar nichts. Doch, jetzt sag doch mal. Ihr sagt, ich hab 3, 2, 1. Kannst du nicht lesen? Nee. Cool. Das hat Spaß gemacht. Ja. Glückwunsch. Danke, dass du einfach die Dimmer an hast.